Transparenz ist eines der wichtigsten Themen in den Unternehmen. Und diese Transparenz kann man nur schaffen, wenn man Objektivität schafft. Daran lassen die Leute sich dann auch am Ende des Tages nur messen. Und deswegen sind die Kennzahlen einfach das A und O jeden Systems, um Transparenz und Verbesserungsprozesse im Unternehmen zu schaffen. Ja, die Überlegung ist zunächst gewesen, dass wir tatsächlich uns in den Bereich Kennzahlen bewegen wollen, weil das natürlich eine Metrik ist, mit der die Entscheider, insbesondere das Controlling, die Geschäftsführungen sehr eng zu tun haben, sehr affin sind, es verstehen eigentlich diese Zahlenwelt, werden sie die Produktionswelt an der einen oder anderen Stelle möglicherweise in der Tiefe nicht verstehen. Das ist die Grundlage gewesen. Dann haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht alle möglichen Kennzahlen beschreiben, sondern wir wollen die maßgeblichen Kennzahlen beschreiben, die in unserer diskreten Fertigung bekannt sind. Und da haben wir in einem Kreis von Unternehmen, Anbieterunternehmen aus dem MES, wo auch diese beiden Unternehmensvertreter eifrig mitgearbeitet haben, uns zusammengefunden. Es ist in der Tat so, dass durch das Einheitsblatt und durch diese Art der Standardisierung auch eine ganz andere Methodik und Herangehensweise beim Projektstart eigentlich sich etabliert hat, ein Stückchenweise. Und damit sind wir einfach schneller in der Lage, Projekte aufzusetzen, mit dem Kunden zu reden, mit den Fachabteilungen zu reden und auch sehr schnell einen gemeinsamen Nenner zu den jeweiligen Kennzahlen zu bekommen. Und das beschleunigt das Projekt und führt am Ende dazu auch, dass man sagt, okay, elektronische Kennzahlen oder elektronisch erfasste Kennzahlen sind sehr gut im Projekt realisierbar und dann auch akzeptiert vom Management, aber auch von den Werkern. Und ich glaube, das ist das, was eben als Resultat jetzt schon sichtbar wird in den ersten Projekten auf Basis der Kennzahlen, die wir hier zusammen entwickelt haben. Ja, das Wesentliche ist, dass man wenn man die Kennzahl hat, eben genau darüber redet, was will ich mit dieser Kennzahl jetzt anfangen, wie das eben auch jetzt von meinen Co-Rednern sozusagen eigentlich beschrieben wurde. Und in der Vergangenheit ist eben das große Problem gewesen, dass man sich sehr viel Zeit genommen hat, um einfach die Kennzahl selbst zu erklären und das Zusammenwirken. Und man denkt ja, es ist ganz einfach. Ich habe da OE, ist die typische Kennzahl, der Klassiker schlechthin. Da habe ich drei Faktoren, drücke ich dreimal auf den Taschenrechner. Das ist ja wirklich kein Hexenwerk. Wenn man jetzt aber sieht, dass dieses Kennzahlenblatt so oft abgerufen wird, dann hat es vielleicht einfach danach geschrien, das mal wirklich didaktisch und methodisch gut aufzubereiten und in den Produktionskontext zu setzen. Und das ist eben das, was uns, das ist diese Freiheit, auf das Wesentliche zu konzentrieren im Projekt, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, uns zu sagen, guckt euch das Kennzahlenblatt an. Das sind unsere Basismethoden, mit denen wir arbeiten. So sehen wir das Ganze. Und jetzt reden wir in deinem Unternehmen mal darüber, wie wirkt denn das in deinem Unternehmen ganz konkret? Was passt darauf? Was passt da nicht? Und was sind die Stellschrauben, an denen du überhaupt drehen kannst? Wir haben jetzt gerade ein Projekt, nennt sich Industrial Performance, das ist ein Oberbegriff, internationaler Konzern, 200 Fabriken weltweit. Versuchen Sie mal so ein Projekt zu managen, ohne, also das Kennzahlenprojekt, versuchen Sie mal so ein Projekt zu managen, alle Fabriken, eben Chinesen und die Deutschen und die Amerikaner und wen auch immer noch auf der Welt zusammenzubringen. So ein Projekt kriegen Sie nie hin, wenn Sie nicht eine Basis haben als Arbeitsgrundlage. Und das zeigt das eben, wenn man eben benchmarken will, wenn ich große Projekte handeln will, dann brauche ich so eine Basisarbeit. Und das ist eben genau das, was jetzt mit dem Kennzahlenblatt auch vorliegt. Das Thema Energie ist ein Riesenthema. Es hängt natürlich von den Branchen ab, aber Energie ist ein wesentlicher Kostenfaktor. Und die Unternehmen wollen zunehmend mehr wissen, dass sie sagen, was kostet mich dieser Auftrag? Welche Energie ist da reingegangen? Das ist genauso, wie ich sage, ich will Verschwendung messen, also das Waste Management. So ist ja Energie auch einfach eine Form des Einsatzstoffes. Und wenn das ein wesentlicher Kostenfaktor ist, dann möchte ich das genau benennen können. Aber wir befinden uns in diesem Energiebereich eigentlich so ähnlich wie in dem Kennzahlenbereich vor dem Arbeitsblatt. Es gibt sehr, sehr viele Ansätze. Es gibt auch dort wieder einen Sack voll Zahlen, die sind aber in keine Systematik gesetzt. Und ich glaube, das wäre jetzt genau der richtige Weg, dass wir sagen, wir schaffen die gleiche Story nochmal und schaffen es einfach aus dem MES heraus, das Thema Energie zu verbinden und zu standardisieren, weil das zeigt sich eben auch, viele Energiemanagementsysteme stehen frei im Raum und haben keinen Bezug zum Produktionsauftrag oder zum Material, was ich produziere. Und dann verlieren die eigentlich sehr viel Wert oder Aussagekraft. Also das Einheitsblatt ist, wie gesagt, nur die Spezifikation, um das Ganze dann in ein Produkt zu bringen. Und ich glaube,
es ist bei Kennzahlen sehr, sehr eindeutig, dass Sie diese Kennzahlen vollständig in das Produkt integrieren müssen, weil alles, was Sie nicht automatisiert ausrechnen können, kriegen Sie einfach dauerhaft nicht gehandelt. Das heißt also, für jeden Softwarehersteller ist es wichtig, dass das, was dort im Einheitsblatt an Methodik und an Vorgaben gemacht wurde, dass es dann wie auch immer in sein konkretes Produkt findet. Da gibt es sicherlich noch viele Differenzierungsmerkmale, wie das jeder macht, aber es muss vollständig sein und es muss automatisiert gehen, sonst wird es dauerhaft einfach nicht angewendet werden.